So, hallo zusammen. Heute ist Tag des Prologs von der Cape Epic 2024 und noch eine Stunde bis zum Start. Und heute stellen wir das Team Grandmaster vor. Das Team Grandmaster muss mindestens 50 Jahre alt sein, also einer von beiden. Und das ist diese Kategorie. Das ist zum einen auf der rechten Seite der Udo Volz und auf der linken der Mike Schramm. So, jetzt ist es beide, für euch beide jetzt nicht das erste Mal hier auf der Cape Epic. Für beide ist das zweite Mal, aber das erste Mal zusammen. Habt ihr euch speziell zusammen vorbereitet oder vertraut ihr euch? Und was sind eure gemeinsamen Stärken und Schwächen? Bitte an, vielleicht an Mike die Frage. Ja, also wir sind relativ zufällig eigentlich zusammengekommen. Der Udo hat einen Partner gesucht für die Cape Epic. Und ich war ja, bereit dafür, das Abenteuer erneut einzugehen. 2017 meine erste Cape Epic. Und es gehört dazu, dass man den Partner auch im Trail kennenlernt, im Anstieg kennenlernt, damit man entsprechend auch die Leistung aufeinander abgleichen kann, einschätzen kann, wie der Fahrer unterwegs ist. Und das haben wir verprobt in der Schweiz letztes Jahr bei unserer Grenzbereichstour. Waren wir mehrere Tage gemeinsam unterwegs und es hat uns viel Spaß gemacht und auch gezeigt, dass wir in der Abfahrt und beim Uphill sehr synchron fahren können. Ja, Udo, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Gut, das kann man hier erzählen, weil das ist ja offiziell mit dem Alter. Du bist dieses Jahr 60 Jahre und der Mike ist gerade mal Junge, 51 Jahre alt. Ja, genau. Wenn man es nicht sieht. Meint ihr, dass das Alter hier die Differenz ein Problem ist oder ist das, hebt sich das alles auf mit? Oder würdest du sagen, Udo, egal wie alt man ist, da geht immer was? Also ich würde sagen, dass der Altersunterschied, glaube ich, bei uns gar nicht so dramatisch ist. Also glaube ich nicht. Wir beide sind Langdistanzler, das heißt, wir sind geübt drauf, über mehrere Stunden die gleiche Performance abzuliefern, egal ob das auf dem Rad oder auf dem Laufen ist. Von daher glaube ich auch, dass wir gut harmonisieren, auch über eine längere Zeit, über 8 Tage. Und da denke ich, da macht es aus, die langjährige Trainingserfahrung, die wir beide haben, die Ausdauer, die wir haben und ob ich da jetzt die 60 demnächst kratz oder Mike schon die Ü50 hat. Ich finde es cool, dass wir beide in der Grandmasters-Klasse fahren können und ich hoffe, dass wir beide da auch Spaß haben. Das ist das Allerwichtigste und vielleicht auch das ein oder andere auf der Etappe mal reisen können. Sehr gut. Aber heute ist ja der Prolog, heute ist ja eher kürzer. Ist es eher jetzt hat er für euch jetzt nur 1,5 Stunden unterwegs zu sein, wie jetzt 5 Stunden? Oder sagt ihr, ja, ist uns eigentlich egal, wir können auch mal kurze Zeit mal in den hohen Bereich drehen? Und wie macht ihr das heute? Also geht ihr jetzt da voll rein oder sagt ihr, ja, jetzt nur Halbgas oder könnt ihr euch da wieder davon erholen? Wie geht ihr das an? Ja, wir haben uns gestern darüber unterhalten, ob wir eine Strategie haben. Tatsächlich, wir haben keine Strategie, wir freuen uns drauf, wir fahren los. Aber auf die Länge vielleicht nochmal zurückzukommen auf deine Frage. Ich glaube, dass unsere Stärke darin liegt, umso länger die Etappen werden, umso stärker sind wir. Die kürzeren Etappen liegen mir persönlich jetzt nicht unbedingt so. Ich bin nicht derjenige, der von vornherein irgendwelche 54 Watt über eine halbe Stunde drücken kann. Das will ich auch gar nicht. Aber ich glaube, da sind wir in der Grandmasters-Klasse sicher nicht alleine unterwegs. Von daher, ich bin trotzdem zuversichtlich, auch für eine kurze Etappe für heute, dass wir gut performen. Sehr gut. Und dieses Jahr ist ja auch, gibt es auch viel technische Sachen. Das hat ja auch, also ihr seid ja, das muss man jetzt auch mal sagen, beide Ironmaner. Der Udo sogar mehrfacher Hawaii-WM-Teilnehmer. Und aber was denkt ihr auch Mountainbike-technisch? Also gut, das muss ich jetzt nicht fragen, das weiß ich. Kommt ihr auch gut klar mit dem Gelände? Dieses Jahr ist es auch sehr technisch, sehr viele Trails, was auch sehr viel Spaß macht. Und Mike, jetzt hier, du bist ja im Team Grenzbereich. Was ist es jetzt für dich eigentlich hier der, was siehst du hier den größten
wo siehst du hier den größten Grenzbereich bei dem ganzen Event? Ist es der Umgang miteinander? Ist es das Klima? Was ist es vielleicht auch im Vergleich mit einem Ironman? Ja, also vielleicht noch zur Frage 1. Ich glaube nicht, dass wir in den technischen Passagen größere Schwierigkeiten haben. Wir fahren beide technisch sehr versiert ab, fahren unser halbes Leben und noch länger Mountainbike-Rennen. Also ich glaube, da wird man uns eher nicht an die Grenzen bringen. Die Herausforderungen dieser Mehrtagesveranstaltung, die sehe ich eher darin, über die 8 Tage sturzfrei zu bleiben, sich nichts mit dem Magen zu holen. Das ist immer eine Herausforderung durch die hohen Kohlenhydrataufnahmen, die man am Tag bewerkstelligen muss und durch den Magen-Darm-Trakt verarbeitet werden müssen. Und natürlich die extreme Hitze, die uns zumindest in den ersten 4-5 Tagen hier erwartet, mit 33 bis 35 Grad. Das werden bei 6-7 Stunden Tagesdauer wird es wirklich sehr grenzwertig sein. Also Hydration ist ein Thema und beim Rest bin ich sehr zuversichtlich. Alles klar, gut. Wir werden die Tage noch mehr von euch hören, vielleicht auch mit mehr Dreck im Gesicht. Und ich gehe jetzt noch mal kurz über die Bikes von den beiden und wünsche viel Glück in circa einer Stunde zum Start und sehen uns wieder. Danke schön. Vielen Dank, Tom. Ciao. Danke, Tom. Ciao. So, hier noch kurz, gehe ich noch kurz über die Bikes. Das ist von Mike sein Racebike von der Firma Obea. Wir fahren fast alle hier die elektronische Schaltung von SRAM. Alle mit PowerMess-Kurbel, dass wir unterwegs immer mehr tracken hier mit unsere Leistung, wir tracken unsere Herzfrequenz und zum Beispiel ich track auch noch meine Körpertemperatur, damit wir immer alles kontrolliert halten während dem Rennen. Hier von Udo, Specialized S-Works. Komponenten. Der Udo ist eigentlich der Einzige, der ohne Herzfrequenzmesser fährt und ohne Wattkurbel. Das macht wohl die Erfahrung wett, wenn man so lange unterwegs ist, dass man das einfach mal weglässt. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.